Ja. Warum bist du so gerne alleine? Das stimmt ja nicht so ganz. Naja. Also wenn ich zocke, dann bin ich gerne mal alleine, aber dann zocke ich auch gerne mal mit Iggy. Ja, nur, also ich sag mal so, du bist ja schon auch viel in deinem Zimmer. Ja. Und nur, da bist du gar nicht dann alleine. Nee, da zocke ich aber Ach so, meistens. da connectest du dann dich mit anderen Menschen. Genau. Ist es dann eher, dass du lieber was mit deinen Freunden machst als mit uns? Nein, Doch, natürlich, kannst du doch sagen. ja, manchmal, Mit ja. deinen Freunden ist es ein bisschen cooler. Ja. Also wenn ich die Frage, warum bist du so gerne alleine, ist das ja auch eine Interpretation. Ich könnte ja eher fragen, wenn du zu Hause bist, habe ich den Eindruck, verbringst du die meiste Zeit in deinem Zimmer. Ja, Bist du kannst du ja so. da dann alleine? Nein. Wenn ich in meinem Zimmer bin, zocke ich. Das heißt, du bist in deinem Zimmer und beschäftigst dich mit anderen Sachen. Ja. Und du bist gerne in deinem Zimmer. Ja. Und lieber in deinem Zimmer, als bei uns zu sitzen. Ja, Ja. weil bei euch kann ich nicht so gut zocken. Das stimmt. Und hast wahrscheinlich mehr Spaß in deinem Zimmer mit den Leuten, mit denen du zockst. Ja. Aha. Ja. Was können wir da jetzt? Also du bist gar nicht alleine. Ich bin gar nicht alleine. Ich habe nur den Eindruck, du bist alleine. Naja, gut, ich bin alleine, wenn ich zur Schule laufe. Ja gut, wenn ich ins Büro fahre, bin ich auch alleine. Ja, jeder ist mal alleine. Nur wenn ich sage, warum bist du so gerne alleine, ist das ja eine Interpretation von mir. Würdest du Ja. von dir sagen, dass du gerne alleine bist? Manchmal gibt es dann so Momente, wo man dann so einfach so. Zum Beispiel in der Schule sind dann immer so viele Menschen und dann einfach mal nach Hause und dann ist kurz Ruhe und dann ist es wieder gut und dann so für so eine halbe Stunde ist Ruhe und dann kann man wieder rausgehen. Ah, dann Dass brauchst du man mal so kurz mal so für dich runterfährt, ja. runterfahren. Gibt ja auch Möglichkeiten, während die Menschen bei dir sind, dass du etwas machst für dich, was dich runterfährt. Ja. Anstrengend, das Gespräch? Nee, Nee? Ach nein, so. nee. Was könnten das denn für Möglichkeiten sein, wenn du in der Schule bist und dir das zu viel ist, die Menschen? Sagen, es ist mir gerade zu viel, das möchte ich kurz, kann ich kurz rausgehen. Aber so viel ist es mir dann halt auch Ach einfach nicht. so. Es ist jetzt nicht so, oh, ist das hier, gerade ist viel zu viel für mich, sondern es ist eher einfach nur so ein. Es tut einfach gut, dann mal nichts zu Es tut dann hören, zu einfach mal sehen. kurz gut. Also nochmal, wenn ich sage, warum bist du so gerne alleine, habe ich jetzt rausgehört, du hast den Eindruck, du bist sehr selten alleine. Ja. Du bist viel mit anderen Menschen, ob jetzt online oder wie sagen, virtuell oder im echten Leben. Im Also echten wobei das Leben. soziale Netzwerk ist ja auch echtes Leben. Also sind ja deine Freunde. Also, Das weiß ich auch immer so. du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Also, für dich gefühlt bist du gar nicht so viel alleine. Ja. Gleichzeitig bist du ab und an gerne mal alleine und hast deine Ruhe Ja. zum Runterkommen. Und du hast mit deinen Freunden mehr Spaß als mit uns, mit deiner Familie. Ja, weil das weiß ich Es nicht. ist ein anderer Austausch, einfach eine andere Sprache. Wie? Wenn ich mit dir rede, sage ich jetzt ja nicht so, yo Digga, was geht? Wir können doch mal versuchen. Nee, Mami, bitte Mach doch nicht. mal. Nein. Nee, schade. Ich fände es lustig. Ich könnte ja dann zu dir auch sagen, jo Digga, was geht? Nein. Nee. Das wäre dann wieder, das ist dann auch nicht lustig. Also ich kann eigentlich machen, was ich will. Spaß ist schwierig mit mir. Man kann ja Spaß mit dir haben, Ja, aber kannst es ist du? halt nicht so dein Nee, das Freund, kann ich ne? ja nachvollziehen. Ja, Und du es kennst ist, das doch ja, auch. Ja, natürlich. natürlich. Ich bin Kennt doch auch jeder. gerne mit meinen Freundinnen zusammen und muss ich nicht die ganze Zeit dabei haben. Ja. Eher weniger. Ja. Ja. Könnt ihr mal über Sachen reden, mit denen ihr halt nicht mit mir Ja, wir drüber lachen redet? vor allen Dingen über Dinge, über die du gar nicht lachen kannst. Genau, das Ja. ist halt, wo ich mich dann manchmal frage, warum lachen die jetzt Ja, das darüber? frage ich mich bei dir manchmal auch. Ja, das verstehe ich. Ja. Ja. Also, du bist gar nicht so gerne alleine. Also, du bist manchmal gern alleine, wenn du Ruhe brauchst. Ja, aber dann auch nur Ansonsten. kurz und dann kann ich auch wieder hier Okay. hinkommen. Und wenn ich den Eindruck habe, du bist alleine, dann bist du mit anderen Leuten beschäftigt. Und es gehört ja auch zu deiner Entwicklung, dass du dich viel mit deinen Freunden rumtreibst und Ja. austauscht, als eher mit deiner Familie. Ja. Abgesehen davon kommst du ja schon ab und an mal aufs Sofa. Gut. Also hätten wir das geklärt. Hätten wir das geklärt, Vielen ja. Dank fürs Gespräch Bitteschön. und bleiben Sie weiterhin freundlich. Immer. Tschüss. Tschüss. Müssen hier, ich habe so ein bisschen Probleme. Okay, so. Ja, wir können auch.
Das ist ja jetzt irgendwie. Ja, wie wir da machen, dann machen wir ganz vorsichtig. Okay. Nein, nein. Ja, den kann ich. Ja, der ist gut, ne? Ja, tschüss. Ja, einfach tschüss.